und herzlich willkommen zum Bonner Wirtschaftstalk hier aus der Bundeskunsthalle in der Weltklimastadt Bonn. Von da bietet es sich an, dass wir heute über ein Thema reden, was im Moment in irgendeiner Art und Weise aus unheimlich vielen Richtungen befeuert wird. Und befeuert ist in dem Zusammenhang schon eine schwierige Vokabel. Es geht um E-Mobility. Wenn man da ein bisschen dran kratzt, dann merkt man, da tut sich ganz viel auf. Da spielen ganz viele Themen rein. Es geht auch um Nachhaltigkeit. Es geht um Energiegewinnung. Es geht um neue Energien. Es geht darum, wie speichert man Strom? Wie kriegt man das hin? Es geht um städtebauliche Veränderungen. Also Sie sehen, mir ist jetzt schon schwindelig. Damit das alles ein bisschen geordnet vonstatten geht, habe ich wunderbare Experten hier auf dem Podium, die vor Kompetenz nur so strotzen. Und ich bin besonders stolz, dass sie heute hier sind. Die möchte ich Ihnen jetzt ausführlich vorstellen. Fangen wir an mit Dr. Hendrik Schulte. Seit 2017 ist er Staatssekretär im Verkehrsministerium NRW. Er hat vorher international Autobahnen gebaut, er hat über Wasserstraßen und Binnenschifffahrt promoviert und er hat, was mich als Kölnerin unglaublich beeindruckt hat, beim Ausbau der Frankfurter U-Bahn nicht nur den Zeitplan eingehalten, sondern auch noch die Kosten. Deswegen ist er vor lauter Kompetenz direkt vom Fleck weg engagiert worden in das Ministerium. Jetzt ist er hier bei uns. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dr. Schulte. Guten Abend. Ich habe vor der Sendung mal gefragt, es waren einige, die doch mit Bus und Bahn und sonstigen öffentlichen Verkehrsmitteln heute Abend hierher gekommen sind. Alle anderen standen auch schön im Stau, auch das haben wir schon geklärt. Aber dass das so wunderbar läuft mit der SBB und dass Sie auch mit der SBB zunehmend mit gutem Gewissen fahren können, nicht nur, weil ja so viele Leute einen Bus benutzen und das schon mal von der Ökobilanz gut ist, sondern weil ganz viele dieser Busse und immer mehr dieser Busse bald auch elektrisch fahren. Daran ist die Frau Wenmarkers schuld und das ist gut so. Ich bin sehr froh, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Der Experte zu meiner Linken hat Benzin im Blut. Das ist ja auch so eine Redensart. Er war Rallye-Co-Pilot. Über Jahre gleichzeitig aber auch Anwalt bei der Rallye Paris-Dakar. Ich lerne immer so viel bei diesen Sendungen, das hat mich sehr beeindruckt. Und abgesehen davon ist er, dass er nicht nur Benzin im Blut hat, Rallye gefahren ist, sondern er ist heute hier in seiner Position als erster Vizepräsident des ADAC. Herzlich willkommen. So, das war Matthias Fels und zu meiner Rechten sitzt Professor Dr. Achim Kampker, der von der TAZ bezeichnet wird als Deutschlands Mr. E-Mobility. Er ist Professor an der RWTH Aachen, aber diese Professur ruht im Moment, weil er CEO ist der Street Scooter GmbH. Jetzt denken Sie sich, was ist das? Kennen Sie ganz bestimmt, das sind nämlich diese kleinen Postautos, mit denen die Postboten ganz geräuschlos und schnell und sehr cool die Pakete ausliefern. Der ist von ihm. Wie es zu der Geschichte kam, das hören wir gleich. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Nachhaltigkeit ist sein Thema und sein Antrieb. Herzlich willkommen, Professor Dr. Kampker. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn ich dann höre, ja, Elektromobilität, jetzt haben wir gerade auch diese Woche, fliegt einem alles um die Ohren. Die Dieselgeschichte ist wieder aktuell, da soll der Hambacher Forst abgeholzt werden. Also von allen Seiten kriegt man irgendwo was mit im Sinne von, ja, vielleicht solltest du dich doch mal anders umblicken mit dem Auto. Ist das so sinnvoll oder wäre es nicht besser, auch umzusteigen, Elektromobilität? Dann gehe ich ins Netz und schaue mir auf der Seite elektromobilitätnrw.de an, was denn da gefördert werden könnte. Denn das Land will natürlich auch, dass E-Mobility ein Thema wird. Und das sieht wie folgt aus. Ich als Privatperson in einer Stadt, die von Stickoxiden betroffen ist, in einem Maße, wie das nicht so sein sollte. Und das sind eigentlich alle größeren Städte hier in NRW. Ich bekomme 30% Zuschuss, maximal aber 1.000 Euro, wenn ich mir ein Lastenfahrrad kaufe, zum Beispiel. Dieses Lastenfahrrad kostet 3.000 bis 6.000 Euro, 1.000er kriege ich dazu. Lastenfahrrad kennen Sie, es ist so, am meisten sieht man diese Kinderlastenfahrräder, wo irgendwelche Kinder vorne drin sitzen, aber es gibt auch schon vom ADAC zwei Lastenfahrräder, die durch Köln fahren und Ihnen dann helfen, wenn Sie die Panne haben. Das habe ich eben schon gesehen, also da wäre vielleicht auch was ausbaufähig.
50% kriege ich Zuschuss, wenn ich sage, gut, ich möchte in meinem Haus oder in meiner Garage eine Ladeinfrastruktur erschaffen. Das heißt, wenn ich dafür überhaupt erstmal bauliche Veränderungen einsetzen möchte, dass ich da ein Stromauto oder vielleicht auch mehrere laden kann. Und vom Bund kriege ich theoretisch 4.000 Euro für ein Elektroauto dazu, 3.000 für ein Hybridauto und zahle 10 Jahre keine Kfz-Steuer. So, eine Menge Zahlen. Klingt jetzt nach einem okayen Paket, wo man sagen kann, ja, da haben die sich schon mal schön bemüht. Jetzt lese ich Ihnen vor, wie es in Norwegen läuft. In Norwegen gibt es keine Mehrwertsteuer für Elektroautos, keine Kfz-Steuer, keine Importsteuer. Die zahlen keine Maut mit ihrem Elektroauto und die dürfen sogar noch die Busspur benutzen. Ja, das sind, klingt lustig, ist aber im Alltag, glaube ich, der Hammer, wenn Sie da auf der Busspur einfach am Stau vorbeifahren dürfen. Das alles führt aber dazu in dieser Summe, dass der E-Golf in Norwegen mit 27.000 Euro 5.000 Euro billiger ist als das Modell mit dem Verbrennungsmotor. Deswegen haben die in Norwegen 30-40% Elektroautos und wollen sich diesen Spaß hier, keine Steuern und so weiter, bis 2020 leisten. So, das sieht schon ein bisschen anders aus. Deswegen werfe ich jetzt hier direkt mal in die Runde, wenn man das jetzt so vergleicht. Ist Deutschland einfach zu vorsichtig? Gebe ich die Frage direkt an Sie, an den Staatssekretär. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube sehr wohl, dass in Deutschland zum einen genügend Kompetenz, Know-how vorhanden ist, um auch das Thema Elektromobilität abzubilden. Das heißt für mich sowohl in der Entwicklung als auch in der Nutzung und dem Aufbau der dazugehörigen Infrastruktur. Wir haben hier in Deutschland andere Randbedingungen als in Norwegen. Was zum Beispiel die Frage angeht, wo kommt der Strom her, wie wird er genutzt, was bringt das für uns? Norwegen hat überwiegend regenerierbaren Strom. Bei uns kommt der Strom zu einem nicht unbedeutenden Anteil aus Kohle, aus Braunkohle, aus Steinkohle. Und insofern ist das mit der Elektromobilität im Moment eine Verlagerung der Emissionen weg vom Auto, lokal emissionsarm, hin zu den Kraftwerken, wo der Strom erzeugt wird. Aber es wird ja ganz viel investiert in erneuerbare Energien und das Verhältnis soll sich ja auch ändern. Wenn dann jemand eine Vision hat und sagt, aber das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und wenn es jetzt heißt, ja, das ist ja eh alles noch kein richtiger, sauberer Strom und das lohnt sich nicht. Da kriegt man ja vielleicht auch Steine in den Weg gelegt, wenn man eine Vorstellung hat, wie das auch laufen könnte und das Gefühl hat, die Autobauer kommen da einfach nicht aus dem Quark. Die schaffen das nicht, ein Auto zu bauen, was finanzierbar ist, was günstig ist und zuverlässig funktioniert. Dann baue ich mir das doch einfach mal selber. Hat sich der Dr. Kampker gedacht, hat das quasi im Elfenbeinturm, wie es ja immer so schön heißt aus der Industrie. Na ja, die Ingenieure, die sitzen da, die haben ja keine Ahnung vom Alltag. Und ich habe gelesen, dass Sie ganz schöne Schwierigkeiten hatten, jemanden zu finden, der Ihnen Ihren Entwurf, diese Vision, die Sie hatten, da auch bauen wollte. Erzählen Sie mal so ein bisschen. Bitte. Ja, gerne. Professor, 45 Minuten habe ich jetzt? Fangen Sie mal an. Nein, ich mach's kurz. Die Grundidee ist ja sogar eine ganz andere eigentlich gewesen. Es ging darum, um die Frage, wie kann man Themen insbesondere aus dem Ingenieurswesen voranbringen und wie kann ich in deutlich kürzerer Zeit und mit deutlich weniger Investitionen in dem Fall Dinge auf die Straße bringen. Weil wir merken, dass wir in der Zeit, in dem Umfeld, in dem wir leben, in dem Wettbewerb, müssen wir halt Veränderungen halt umsetzen. Und ich selber habe kennengelernt, dass wenn man mit Ideen kommt, gerade in Deutschland einem eigentlich jeder die 100 Gründe dagegen sehr schnell aufschreiben kann, es aber vielfach dann diskutiert wird und nichts oder wenig gemacht wird oder mir zumindest zu wenig. Und deshalb war die Grundidee erstmal die Methodik, deshalb kommt es übrigens auch aus der Hochschule. Und da war der erste Punkt, wo viele gesagt haben, das ist ja Blödsinn, wenn das ginge, wäre das ja schon gemacht. Das fand ich dann noch spannender, weil gerade an der Universität sollte man ja gerade Dinge machen, die vielleicht noch nicht jeder vorher gemacht hat. So, und dann haben wir aber gesagt, rein auf PowerPoint oder irgendwie einen Prototypen, das ist schon richtig, das glaubt kein Mensch, dass das dann funktionieren kann.
und haben eben begonnen damit, das Ganze umzusetzen. Das natürlich dann schon nicht mehr in der Universität, sondern über ein Unternehmen, weil es ist mit Sicherheit nicht die Aufgabe einer Hochschule, Autos zu bauen oder solche Dinge halt umzusetzen, sondern das ist eine Aufgabe von Unternehmen. Und da haben ja etliche tatsächlich auch mitgemacht, wie zum Beispiel die Firma Kirchhoff. Arndt Kirchhoff ist im VDA schon eine bekannte Persönlichkeit, also aus dem deutschen Mittelstand. Haben wir in Summe 80 Partner, 10, die sich tatsächlich auch an der Unternehmung beteiligt haben. 2009 ist das gewesen, und das Ganze auf die Beine gestellt haben. Und die Diskussion, die dann immer geführt war ja nie gegen die Automobilindustrie oder auch nicht gegen die großen Automobiler, sondern wir waren ja immer im engen Austausch. Es ging dann nur um die Diskussion, diesen Methodenansatz, den wir da hatten, ist der übertragbar auf die große Automobilindustrie? Das ist ja mit Sicherheit 1:1 nicht, weil es ja um bestimmte Segmente damals ging. Und daher kommt so ein bisschen diese Thematik, als wenn wir uns dagegen aufgestellt haben und keiner das gewollt hätte. Das sehe ich nicht so. Es hat zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn gemacht, weil man sonst in die Diskussion halt reingekommen wäre. Nehmt doch bitte die Prozesse, die es schon gibt. Dann wären wir aber nicht fertig geworden mit dem, was wir halt tun. Und so ist das Ganze grundsätzlich entstanden. Und dann, als wir die ersten Sachen fertig haben, ist dann die Deutsche Post auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, diesen Ansatz, das können wir brauchen, baut uns doch im ersten Mal einige hundert dieser Fahrzeuge auf, die dann ideal für den Zustellprozess halt geeignet sind. Das ist eigentlich der Hintergrund von der ganzen Sache. Ja, und das war ja erst der Anfang der Erfolgsgeschichte, denn gestern, just ist ja dann in der Zusammenarbeit mit Ford der erste Work XL vom Band gegangen, kann man sagen. Also das Ganze noch mal größer, und jetzt hängt schon Ford mit drin und es geht weiter. Warum hat die RWTH da Glück, dass sie bescheidener sind als Elon Musk? Ja, ich glaube, also auch, das ist ja immer eine Frage auch da wieder, was kann man übertragen, was nicht. Grundsätzlich, und auch darüber kann man ja lange streiten. In Amerika herrscht ja schon so ein bisschen eher der Ansatz, ich darf auch über viele Jahre Verluste schreiben. Wenn man hier mit einem Businessplan zu Vorständen in Deutschland geht und sagt, die ersten 10 Jahre mache ich Verlust und dann kommt mal Geld wieder zurück, dann wird das eher nicht finanziert oder gemacht. Die Kooperation mit Ford allerdings ist tatsächlich eine hervorragende. Wir haben ja im ersten Schritt selber bewiesen, dass wir da was auf die Beine stellen können. Und dann ging es ja um eine größere Plattform. Unsere ersten Fahrzeuge sind ja in der sogenannten Klasse N1, also mit 4 und 8 Kubikmeter Volumen, also in einer relativ kleinen Nutzfahrzeugklasse. Und insbesondere die Deutsche Post wollte aber auch richtige Paketzustellfahrzeuge haben. Die ersten Fahrzeuge sind ja in der Verbundzustellung, also da, wo Briefe und Pakete zusammen zugestellt werden, eingesetzt worden. Und die richtige Paketzustellung müssen die Fahrzeuge eben größer sein. Und dann standen wir halt vor der Frage, nochmal eine neue Plattform zu machen oder etwas zu finden, wo man Elektromobilität hervorragend integrieren kann. Und da sind wir eben auf den Ford Transit gekommen. Das passt hervorragend in der Größenklasse. Und Ford ist auch eben sehr bereit gewesen, dass man tatsächlich voneinander lernt. Also die Flexibilität von uns, aber auch den Perfektionsgrad, den so ein Ford dann eben halt mitbringen kann. Und so ist das Thema, was ja dann auch am Dienstag nochmal in der Presse war, dann entstanden. Also da hat man das Gefühl, das geht da gerade erst so richtig los. Und Sie haben da wahnsinnigen Stein ins Wasser geworfen, der jetzt Wellen zieht. Wenn ich mir das jetzt bei Ihnen angucke, bei der SWB Bus und Bahn und SWB Mobil, da tut sich ja auch eine ganze Menge. Also ich habe eben bei meiner Aufzählung, was ich an Förderungen kriegen kann, ganz vergessen, bei der SWB Energie und H2O, andere Baustelle, aber schon ähnlicher Konzern, kriege ich 3 Tage ein E-Bike geliehen, wenn ich das möchte. Oder ich kriege einen Zuschuss von 250 Euro für einen Roller und 100 Euro für ein Fahrrad. So, das wäre das. Aber wie viel Zuschuss brauchen Sie denn für so einen E-Bus und wo kriegen Sie den her? Das sind 2 ganz differenzierte Fragen, ne? Zuschuss brauchen wir auf jeden Fall, weil es natürlich teurer ist, heute noch einen E-Bus zu kaufen, heute noch, als einen dieselgetriebenen Bus. Wo wir den kaufen, ist im Augenblick die Frage, weil es gar nicht so viele Anbieter am Markt gibt, die die Reichweiten liefern, die wir für Bonn brauchen würden, oder wo es einfach überhaupt in der ganzen ÖPNV-Landschaft noch die Frage ist, was für Systeme bauen wir auf? Es gibt, glaube ich, heute noch keine Entscheidung für richtig oder falsch, laden wir über Nacht oder laden wir dazwischen, aber es kommt sehr stark darauf an, was wird Ihnen angeboten. Und im Augenblick gibt es nicht viele Hersteller, vor allen Dingen hier in Europa, die uns schon das bieten, was wir benötigen.
Und ob man immer unbedingt nach China gehen muss, um das zu kaufen und dann wieder in Kauf nehmen muss, die ganzen Transportwege, die bestimmt für die Umweltbilanz auch nicht so positiv sind. Deswegen haben wir das Glück gehabt, über ein europäisches Projekt mit einem Unternehmen arbeiten zu können, was europäisch ist, was im Ausland teilweise baut, in Deutschland zusammenbaut, und mit denen zusammen durften wir üben. Das hat so gut geklappt, dass wir beschlossen haben, wir bestellen weiterhin auch E-Busse. Allerdings erstmal so, dass wir die zusätzlich zu unseren sehr fahrstoffarmen Dieselbussen bestellen, weil wir noch gemeinsam weiter lernen müssen. Wir möchten weder unsere Fahrgäste noch unsere Fahrer zu sehr stressen, indem wir dann Dinge fordern, die die Fahrzeuge noch nicht können. Und da setzen wir ganz groß auf die schnelle Weiterentwicklung in der Industrie, auch in der deutschen Industrie, dass wir dann mehr Anbieter haben, die mit uns arbeiten können, um dann so schnell wie möglich die ganze Flotte umzustellen. Ja, ich meine, der Herr Kampke wird hier langsam größer. Erst das kleine Wägelchen, jetzt ist er schon beim Lieferwagen. Vielleicht kommen Sie da über kurz oder lang auch noch zusammen und Sie sind auch bei den Bussen am Start. Ich würde das freuen. In Aachen haben wir schon eine Kooperation. Die haben nämlich die gleichen Busse, wie wir sie jetzt haben im Augenblick. Okay, das sind die Sileo-Busse, wenn ich das richtig sehe. Türkische Firma. Beim Weltklimagipfel war es ja so, dass Sie den kompletten Shuttle und den kompletten Busbetrieb auch mit Hilfe anderer ÖPNV-Verbände gestemmt haben, rein mit Elektrobussen. Konnten Sie sich da auch untereinander austauschen? Ja. Und konnte man mal Probe fahren, wie jetzt das Modell der Hessen so funktioniert oder so? Ja, also ich glaube, ein ganz großartiger Punkt an dieser Elektromobilität im ÖPNV ist, dass wir lernen, miteinander zu teilen. Wir teilen Wissen miteinander, wir teilen Erfahrungen. Und das auf größerem Niveau. Ich glaube, klassisch war es eher so, dass ÖPNV-Unternehmen gesagt haben, das ist meine Stadt und mein Fahrzeug, mein Haus, mein Pferd. Wir teilen das überhaupt nicht. Inzwischen ist das ganz anders geworden. Es gibt Plattformen, wo sich Industrie, Ladeinfrastruktur, Fahrzeuge, ÖPNV austauscht, um zu lernen, was geht wo. Weil, wie gesagt, es gibt nicht für alle Städte, das ist lokal unterschiedlich, die gleichen Möglichkeiten. Und wir teilen dieses Wissen miteinander. Und das war auch ganz großartig bei der Weltklimakonferenz. Wir haben Unterstützung bekommen, wirklich aus ganz Deutschland, über den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen konnten wir es organisieren. Und da haben alle voneinander profitiert und gelernt. Also das ist ja dann auch ein Umdenken, was stattfindet. Dass man nicht mehr denkt, das ist meins, sondern man versucht das zu teilen, um ein gutes Resultat für alle zu finden. Es gibt noch andere Bereiche, wo auch ein Umdenken stattfinden muss, nämlich überhaupt bei den Mobilitätskonzepten. Also das ist zum einen, sind Sie da natürlich auch am Start. Sie haben gesagt, Sie haben auch ganz viele E-Roller jetzt im Sortiment schon. Und es werden immer mehr. Natürlich, den Satz könnte ich in der ganzen Sendung immer dranhängen. Es sollen immer mehr werden, aber es sind schon ein paar da. Aber im Ganzen ist ja viel Umgewöhnung nötig, auch für den Bürger als solches, also erste Bürgerpflicht. Meinen Sie, dass dieser Mentalitätswechsel, überhaupt ein Bewusstsein zu kriegen, dass sich mit dem Fahrverhalten der Leute was ändern muss, ist das ein großer Schritt? Wie sehen Sie da die Verantwortung? Ich glaube, dass die Menschen sehr wohl bereit sind, sich zu ändern, in dem Moment, wo sie für sich persönlich einen gewissen Mehrwert dabei erreichen können. Nicht die Elektromobilität an sich ist der Mehrwert, sondern sogenannte, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Mobilitätskonzepte. Und in diesen Mobilitätskonzepten, da kann, muss aber nicht natürlich auch die Elektromobilität eine Rolle spielen. Mobilitätskonzepte, wenn wir mal an den einfachsten Fall denken, können also zum Beispiel aus einer Kette von unterschiedlichen Verkehrsträgern bestehen. Man fährt mit dem Elektrofahrrad vielleicht zum Bahnhof, steigt dort in einen ganz normalen ÖPNV-Zug, kommt am Zielort an und steigt dort entweder Taxi, so wie es früher war, oder vielleicht in ein Carsharing-Fahrzeug. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, wo bringt in einem solchen Mobilitätskonzept zum Beispiel ein Elektrofahrzeug den entsprechenden Mehrwert? Was habe ich davon, wenn an irgendeiner Stelle in einem solchen Konzept jetzt Elektroenergie eingesetzt wird? Und das ist etwas, was in jedem Mobilitätskonzept anders gesehen wird. Wir fahren meistens, nicht immer, meistens mit dem Zug elektrisch. Warum?
Das ist nicht einfach, weil wir schon seit, ich sage jetzt mal, Jahrzehnten wissen, dass die Elektrolokomotiven lokal emissionsarm sind. Nein, Elektrozüge haben im Betrieb Vorteile. Sie sind im innerstädtischen Verkehr deutlich leiser. Sie beschleunigen erheblich schneller als ein Dieselzug oder vielleicht früher als eine Dampflokomotive. Elektrolokomotiven gibt es schon seit knapp 100 Jahren. Sie beschleunigen schneller. Das heißt, wir können zum Beispiel auch dann im Nahverkehr ganz andere Fahrzeiten, ganz andere Takte anbieten, als wenn wir langsamere Züge haben. Und insofern ist dort die Elektromobilität kein Selbstzweck, sondern sie bietet an dieser Stelle eine optimale Lösung, um unser Bedürfnis, um das Bedürfnis des Nutzers nach Mobilität besser, qualitativ hochwertiger zu erfüllen. Und so ist das in jedem Mobilitätskonzept. Die Elektromobilität wird da eingesetzt, wo sie gegenüber anderen Antriebsformen einen Mehrwert bringt. Wie ist das, gebe ich direkt an Frau Wennmakers die Frage, wie ist das bei Ihnen mit so einem Elektrobus? Der ist ja teurer in der Anschaffung, lohnt der sich? Auf jeden Fall, wenn man die Mehrwerte, die wir gerade gehört haben, auch heranzieht. Weil in der Stadt gibt es keinen Menschen, der gerne Lautstärke hat. Hm. Der Mehrwert des schnelleren Anfahrenkönnens ist bei uns eher ein weniger Wert. Da müssen beim Schulen die Fahrer sich nicht zu dem entwickeln, was sie früher gerne getan haben. Aber es ist natürlich auch bei Bussen so. Sie fahren dann mal als Beifahrer mit, genau, und dirigieren, wie es geht. Nein, es ist tatsächlich so, beim Lernen merkt man, wenn man diesen Bus fährt, da kommt auch richtig was, wenn man da aufs Gas tritt. Also da dürfen die Bürger bitte noch üben. Aber der Mehrwert liegt lokal extrem unterschiedlich. Wir hier in Bonn haben eine hervorragende Situation für Elektromobilität. Unsere Schwester kann uns direkt an unserem Betriebshof mit ausreichend Strom versorgen, dass wir alle Busse, die wir in der Flotte haben und mehr, dann auch mit Strom versorgen können über Nacht. Unser Netz ist so, dass wir es über Nacht laden können. Das sind die lokalen Vorteile für Elektromobilität. Abgesehen davon, dass es eben dann noch schadstoffärmer als ein Euro 6 Diesel ist, davon, dass es schön leise wird. Wobei auch da darf man dann hinterher mit umgehen, wenn wir alles nur noch Elektroautos haben, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir dann wieder irgendwelches Pferdegeklapper oder anderes an die Fahrzeuge machen, damit man überhaupt merkt, dass sie kommen. Damit man sie also kommen hört, ja. Vorteile überwiegen, auf genau. jeden Fall. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich wollte jetzt einmal den Herrn Fels fragen, nochmal zur Mentalität, weil Sie sind jetzt hier als Vizepräsident des ADAC in meinen Augen so ein bisschen das Sprachrohr des Autofahrers. In die Rolle dränge ich Sie jetzt einfach mal, ob Sie wollen oder nicht. So, wenn man jetzt sagt, man hat bestimmte Konstellationen, wo das mit E-Cars schon super funktioniert, also zum Beispiel der Pendler, der mit seinem Roller oder seinem Auto zum Zug fährt und dann den Zug nutzt. In der Stadt funktioniert das gut. Wenn ich jetzt aber auf dem Land wohne, ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, wenn ich dann auch noch mit dem Auto in Urlaub fahren möchte, mit meinem Elektroauto. Das heißt, ist das ein großer Schritt, der bedeutet, dass das auch das Ende des Autos für alles ist? Also so das Auto, wie wir es kennen, wo man eben mit einkaufen fährt, mit die Kinder rumfährt, mit in Urlaub fährt, mit sonntags den Eifelausflug zur Oma oder so. Ist das das Ende dieses Konzepts? Es ist sicherlich nicht das Ende, aber lassen Sie mich eingangs sagen, wir und ich in Person sehen uns nicht als Sprachrohr des Fahrers von verbrennungsmotorgetriebenen Fahrzeugen. Unser Verein hat mehr als 20 Millionen Mitglieder und die sind mobil. Und wir sprechen uns auch dafür aus, dass eine Mobilität erhalten bleibt. Diese Mobilität kann nicht so aussehen, wie sie leider im Moment aussieht, dass gerade in Ballungszentren, und wenn ich beispielsweise mit dem Zug nach Frankfurt fahre und dann eine gewisse Strecke zurücklegen muss mit einem Fahrzeug, ein Taxi in dem Fall, und mir kommen Hunderte und Tausende Fahrzeuge entgegen, besetzt mit einem Fahrer oder einer Fahrerin, und diese strömen in die Innenstadt von Frankfurt, dann ist das nicht
in Ordnung und kann so nicht bleiben. Der ADAC ist übrigens quicklebendig und auch nicht vom Aussterben bedroht oder gar ein Fossil der heiligen Kuh Automobil. Wir sprechen uns sehr deutlich dafür aus, dass wir die Entwicklung, und zwar technologieoffen, begleiten und sehr aktiv begleiten. Wir haben in unserem Fahrsicherheitszentrum und Technikzentrum in Landsberg gemeinsam mit der Automobilindustrie und auch der Politik Verbesserungen erwirkt, gerade was die Sicherheit von Elektromobilität angeht. Ein solches Fahrzeug, wenn es in einen deformierenden Unfall gerät, hat deutlich andere Anforderungen an die Sicherheit nicht nur der Fahrzeuginsassen, sondern auch an die Sicherheit derer, die sich dann an die Rettung von Personen wagen, die in einem elektroangetriebenen Automobil sind. Das ist nicht vergleichbar. Was heißt das konkret? Die kriegen einen Schlag, wenn die Pech haben, oder was? Also das ist sehr salopp formuliert. Die kriegen nicht einen Schlag. Unsere Fahrer von circa 2000 gelbe Engelfahrzeuge sind sämtlich geschult in Zusammenarbeit mit Organisationen wie DEKRA oder TÜV, dass sie eingreifen können und dies auch ohne Gefährdung ihrer selbst und ohne Gefährdung der Personen, die Unfallopfer sind, an jedem elektroangetriebenen Automobil. Das ist nicht selbstverständlich und wir sorgen dafür, dass die Menschen, die ein solches Automobil besitzen und fahren und unglücklicherweise einen Unfall erlitten haben, Sicherheit bieten. Und ganz insgesamt sind wir der Auffassung, und da kann ich Herrn Dr. Schulte auch nur recht geben, dass die Energiegewinnung in Deutschland, die in nicht unerheblichem Maße durch Verbrennung von Kohle, Steinkohle oder Braunkohle stattfindet, kein Idealfall sein kann, um zu sagen, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose. Der Strom wird hier noch umweltschädlich produziert und das verfolgen wir als ADAC. Das ist auch unsere Aufgabe als Beschützer und Vertreter unserer mehr als 20 Millionen Mitglieder. Die erwarten von uns, dass wir mit der Zeit gehen, dass wir Angebote machen. Und diese Angebote machen wir auch. Sie haben darauf hingewiesen, in Köln fährt mit einem hohen Publizitätsaufwand, fahren zwei E-Bikes, die mit weit mehr als 100 Kilo Zusatzgewicht an Ersatzteilen, an allem anderen dazu da sind, Hilfe zu leisten. Wir leisten Hilfe nicht nur bei einem Automobil, wir leisten Hilfe bei Fahrrädern ebenso. Mobilität fängt im Kopf an und das ist das, was der ADAC der heutigen Prägung lebt. Und Benzin im Blut ist zwar griffig, aber nicht mehr richtig. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Energie, die zum Antrieb von Fahrzeugen verwendet wird, auch umweltfreundlich erzeugt wird. Und das ist bei uns noch nicht der Fall. Und deshalb müssen wir sehen, dass eine Mobilität gewährleistet ist. Die Individualmobilität, Sie kamen auf die Fläche zu sprechen. Die Individualmobilität im ländlichen Gebiet ist eine ganz andere als diejenige, die wir beispielsweise in Bonns Innenstadt oder in Köln haben sollten. Ja. Und die Verzahnung von intelligenten Antriebskonzepten und ist etwas, was der ADAC, und das mögen vielleicht viele verwundert zur Kenntnis nehmen, propagiert. Also die Verkehrswege, Entschuldigung, dass ich das noch ausführe, die Verkehrswege sind Busse und Bahnen, das ist das Automobil und es ist aber individuell sicher, dass zumindest bei Erreichen der Peripherie von Ballungszentren es zukünftig Schluss sein sollte, von da aus noch in die Innenstädte mit jeweils einem Mobil
und jeweils zumindest mit einem Mobil der heutigen Prägung in die Stadt zu fahren und die Straßen zu verstopfen. Und da ist der ADAC mit Partner, so etwas zu entwickeln. Und das ist unsere Vorstellung der Mobilität für unsere mehr als 20 Millionen Mitglieder. Also wenn ich das so höre, glaube ich, ist die Umbenennung des ADAC in den ADMC, so Allgemeiner Deutscher Mobilitätsclub, dann nur noch eine Frage der Zeit, so wie Sie es schildern. Er ist nicht... Klingt auch gut, ADMC. Es ist nicht ausgeschlossen und wir leben bereits dieses Namenkürzel, aber Sie wollen uns nicht übel nehmen, dass wir auch traditionsbewusst sind. Natürlich, und die Autofahrer kriegen die Spartengruppe direkt neben den Oldtimer. Und die ADAC-Abkürzung ist eine Marke, eine der stärksten Marken in der Bundesrepublik Deutschland. Und man kann, auch wenn man ein Automobilclub ist, Intelligenz leben und bieten. Auf jeden Fall. Intelligenz ist ein schönes Stichwort. Die muss man nämlich dann auch wieder haben, wenn man anfängt zu planen. Und wir haben jetzt so viel über Elektroautos gesprochen. Sprechen wir mal über Strom. Das war schon nur so am Ansatz. Da muss man ja dann auch planen, wie kriege ich all diese Elektroautos, diese Busse, Sie haben das eben angesprochen, mit den Depots, wo die geladen werden, wie kriege ich das logistisch überhaupt auf die Kette? Und ich habe eben Norwegen ja so hochgehoben, wie toll oder wie mit wie viel Druck die da 35-40% Elektroautos auf die Straße gebracht haben. Kleine Randnotiz, die sagen jetzt im Moment auch, nicht kaufen, wartet, wir haben nicht genug Säulen, wir müssen erst mal nachkommen mit dem Bau von Ladesäulen. Jetzt haben wir hier in Deutschland nur einen Elektroautoanteil von 1,8%. Das heißt, da muss man jetzt nicht ganz so hektisch werden wie die Norweger, was das Säulenbauen angeht. Aber Sie haben vielleicht auch die Ahnung für den zeitlichen Faktor. Sie haben den Überblick für die Mobilität. Was denn überhaupt zuerst? Mir kommt das so ein bisschen vor wie Henne oder Ei. Muss ich zuerst genug Säulen haben und kann dann die Leute antreiben, Autos zu kaufen? Oder muss der Leidensdruck dieser E-Mobility-Nutzer so groß sein, dass die sagen, wir brauchen Säulen. Henne oder Ei? Ja. Wenn ich... Fangen wir mal mit Ihnen an. Ja, also ich glaube, das sollte man nicht so schwarz-weiß sehen. Wir fangen damit an und dann kommen die Autos oder umgekehrt. Wir holen uns erstmal die Autos auf die Straßen und dann wird der Druck schon groß genug, die Säulen zu errichten. Wir haben im Moment zahlenmäßig alles in allem gesehen in Deutschland mehr Säulen als Elektroautos, vollelektrische, batteriebetriebene Autos. Das heißt also, das Problem ist im Moment nicht die Ladesäule, es ist vielleicht die Verfügbarkeit der Ladesäulen, es ist die Übersicht, wo befindet sich welche Säule, wann kann ich dahin, wann ist da zufällig jemand anders. Das sind aber zum Beispiel Probleme, die man sehr gut mit entsprechender digitaler Hilfe auch lösen kann. Die Ladesäulen sind da, nur der einzelne Fahrer weiß nicht, wann kann ich dahin, wo ist die nächste. Über, ich sage jetzt mal, eine entsprechende App kann man das sehr schön steuern. Und man kann auch zum Beispiel sich, wenn man eine längere Fahrt macht, die Ladesäulen für bestimmte Zeitpunkte reservieren. Also insofern muss man einfach beides angehen und dann wird sich auch eine Lösung gleichermaßen sowohl auf der Infrastruktur, der Ladesäuleninfrastruktur und auch auf der Seite der Autos einstellen. Das heißt natürlich, dass jeder gefordert ist im Moment. Also wir fördern zum Beispiel von Seiten des Verkehrsministeriums Ladesäulen mit einem sehr hohen Anteil an Zuschuss, nämlich 90% für Ladesäulen, die für den ÖPNV sind, also sprich für den öffentlichen Personennahverkehr, eben für die Busse. Okay. Des Weiteren gibt es eben entsprechende Förderungen vom Verkehrsministerium, vom Wirtschaftsministerium für Privatleute, genauso wie für Unternehmen. Also es wird schon auch von der Seite etwas getan, um das voranzubringen. Wir halten als ADAC, wen wundert es, auch direkten Kontakt zu unseren Mitgliedern und dies mit seriösen Mitteln der Marktforschung. Unsere Mitglieder erklären ihre Zurückhaltung oder ihr Zaudern mit dem Einstieg in die E-Mobilität
im Wesentlichen mit Praktikabilitäts- und mit finanziellen Gründen. Sie sagen, die Erreichbarkeit, insofern muss ich ein klein bisschen widersprechen, die Erreichbarkeit ist auch in Ballungszentren nicht gegeben, geschweige denn auf dem Land eine solche Ladesäule zu finden. In der Tat arbeiten auch wir an unserer ADAC.de App-Seite und die Digitalisierung, das ist ein völlig richtiger Hinweis, die Digitalisierung wird auch unseren Mitgliedern und wird den Verkehrsteilnehmern in Zukunft es deutlich erleichtern, Lademöglichkeiten zu finden. Der Idealfall wird dann derjenige sein, dass wir in absehbarer Zeit die Möglichkeit haben, ähnlich der Treibstoffversorgungsdichte eine Versorgungsdichte aufweisen zu können, die es denjenigen, die, und in der Tat 1,6% ist noch nicht so viel, in Zahlen ist es in Deutschland meines Wissens ca. 53.000 E-Mobile, das ist überschaubar. In Norwegen ist es auch nicht viel mehr, aber nichtsdestoweniger gilt es das Gesamtkonzept. Und das in der Tat auch nicht numerisch abarbeiten, also bevor nicht die Säule da ist, arbeiten wir nicht an der Entwicklung von sicheren und reichweitenstarken Fahrzeugen, denn das ist nach wie vor ein Thema, die Reichweite. Da haben Sie ja amtlich vorgelegt. Ich habe gesehen, Ihre kleinen Postautos, nenne ich die jetzt mal, weil die auch wirklich so schnucklig aussehen, ohne despektierlich zu sein, verstehen Sie mich nicht falsch, die schaffen 200 bis 250 Kilometer. Und dann habe ich mir angeguckt, was so ein Elektroauto eines großen Herstellers so auf der Pfanne hat. Das ist deutlich weniger. Warum können Sie 200, 250 Kilometer anbieten und so ein Audi schmiert ab bei 80 Kilometern? Kommt ja mal auf den Bedarf an. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, Henne-Ei. Ne? Genau. Ja, sehr gerne. Eben haben wir diskutiert, eigentlich erst muss die Energiewende, dann kann die Verkehrswende kommen. Ne? Sehe ich nicht so. Sie haben auch gesagt, man muss gleichzeitig die Dinge vorantreiben, weil sie sonst einfach zu langsam sind. Richtig. Gehen wir einmal kurz aus Deutschland raus. Wenn ich mir China angucke, da ist das Thema in Anführungsstrichen durch. Da sind die Entscheidungen gefallen. Man geht in die E-Mobilität aus ganz anderen Gründen in Teilen, als wir das hier machen. Aber da dreht sich natürlich ein Riesenrad und von da aus kommt langsam Fahrzeuge, Sie haben die Busse genannt, da werden mittlerweile hervorragende Autos gebaut, Fahrzeuge, die auch recht günstig sind, voll elektrisch mit 400, 500 Kilometern Reichweite. So, das heißt, wir haben eben auch ein Thema, wenn wir unseren Wirtschaftsstandort halt anschauen, mit welcher Geschwindigkeit machen wir was. Und wenn ich ein E-Fahrzeug wirklich in Großserie baue, wir bauen ja nicht in Großserie, das sind ja Tausender Stückzahlen, wenn ich in Großserie baue, ist es tendenziell trotz Batterie eher günstiger als ein Verbrennungsfahrzeug. Das heißt, da wird wahnsinnig viel passieren. Die Ladeinfrastruktur natürlich ist ein Thema und da sind wir halt bei einer komplexen Struktur, bei der Deutschen Post sind wir schlussendlich hingegangen, haben die Ladeinfrastruktur selber gebaut. Wir haben mittlerweile sind es 8.000 Ladepunkte, haben wir selber gebaut an den Zustellstützpunkten, damit eben dieses Projekt möglich ist. Ich weiß nicht, in ganz Deutschland gibt es glaube ich 10.000, vielleicht mittlerweile 11.000. Ich weiß es nicht, öffentliche. Unsere sind natürlich nicht öffentlich, aber trotzdem, um die Dimensionen halt einfach mal zu sehen. Ich glaube einfach, es kann viel mehr und schneller passieren, wenn jeder da, wo er steht, anfängt und eben nicht sagt, jetzt die Politik müsste doch mal, bis die Politik nicht gemacht hat, mache ich jetzt erstmal nichts. Ja, oder umgekehrt, der muss erstmal muss der ADAC was machen oder wer auch immer. Ich glaube, schon jeder da, wo er steht. Ne? Also zum Beispiel sind wir bei uns auf dem Firmengelände hingegangen, ab 2020 kommt bei mir kein Verbrenner mehr auf den Hof. Ja, das heißt, ich kann nicht mehr parken. Wir gehen dann aber mit den Mitarbeitern jetzt hin, nutzen die 2 Jahre, um mit jedem Einzelnen zu erarbeiten, wie er denn mobil bleibt und zu der Arbeit kommt und das, so wie Sie das gesagt haben, trotzdem nicht jeden Tag jammern muss, dass er eben keine Lust hat, dann dahin zu kommen. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam mit den Mitarbeitern Lösungen, was auch Infrastruktur ist. Das kommen ja immer die Laternenparker, können ja zu Hause nicht Ladeinfrastruktur installieren, richtig, dann muss es halt der Arbeitgeber tun. So, jeder da, wo er steht, jeder da, wo er was tun kann. Und ich glaube, in Summe schon, dass wir, gilt für viele Dinge, in der Gesamtgesellschaft so ein Stück weit so einen Ruck hinbekommen müssen, dass wir uns verändern müssen.
Wenn man, das ist ein Lieblingsbeispiel, wenn man früher gefragt hat, als es Pferde und Kutschen gab, was wünscht man sich? Ja, schnellere Pferde. Heute wünscht man sich dann Elektroautos mit mehr Reichweite. Das ist die Frage, ist das wirklich das, was wir machen sollen, wenn wir auch die Verkehrswende haben, die ja nicht einfach sein kann? Da gebe ich allen recht, ich ersetze einfach ein Verbrennungsauto durch ein E-Fahrzeug. Das ist ja nicht Mobilitätswende. Das heißt, ich muss da einfach weiterdenken. Und es gibt zum Beispiel, und die Frage ist immer, wie man anfängt, in Deutschland 4 Millionen Fahrzeuge im Bestand, und darauf zielen wir in Teilen auch, die über den gesamten Lebenszyklus nie mehr als 100 Kilometer am Tag fahren. Also nicht dieses, aber ich fahre meinen Urlaub. Nein, 4 Millionen Fahrzeuge, die über den gesamten Lebenszyklus nie mehr als 100 Kilometer am Tag fahren. Ideal für Elektrofahrzeuge, oft im urbanen, im Wirtschaftsverkehr eingesetzt. Das heißt, das sind die Punkte, wo man ansetzt und eben nicht da, bei dem, der pendelt irgendwo von Frankfurt in Richtung München. Da könnte man vielleicht den Zug nehmen, aber das ist dann nicht der Idealfall für Elektromobilität auf 4 Rädern, sondern dann vielleicht für die Schiene. Und ich glaube, da einfach differenziert, wir finden immer ein Argument, warum wir was nicht machen oder warum wir langsam sind oder warum ich persönlich das nicht kann, ist ja beim Umweltschutz oder beim Tierschutz halt ähnlich. Ne? Also alle jammern darüber, wie Tiere gehalten werden, und dann geht man in den Supermarkt und holt die Grillwurst, kauft das billige Fleisch. Ne? Wer kauft das denn? Oder wir sagen, wir wollen weniger Sprit verbrauchen und dann kaufen wir uns ein SUV. Ne? Ein viel größeres Fahrzeug, mein Stadtförsterauto. Also nichts gegen die Leute, die jetzt ein SUV hier fahren. Hat ja jeder, ist ja auch gut. Wir leben im freien Land und deshalb darf man auch die Entscheidungen treffen. Nur hat halt alles Konsequenzen, was man tut. Und deshalb sage ich immer, versuchen, bei sich selbst anzufangen. Auch man kann nicht alles machen, aber in bestimmten Feldern können wir, glaube ich, schneller werden und müssen schneller werden. Nochmal die Perspektive, wenn wir weiterhin auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Hat ja nicht nur was mit Umweltschutz zu tun, sondern auch, sind wir zukünftig noch eine Nation, die wirtschaftlich erfolgreich ist. Und dafür müssen wir die Themen alten Tugenden wie Fleiß, also da gebe ich Ihnen auch recht, man muss nicht alles, was früher war, ist schlecht, gar nicht, auf keinen Fall. Ja? Also Fleiß ist zum Beispiel was wir auch vielen, glaube ich, nochmal wieder näher bringen müssen. Zumindest lerne ich das so. Aber eben auch was tun und eine Risikobereitschaft eingehen. Wir gehen alle eher hin und versuchen, Risiken wegzuschieben. Und erst wenn ich den perfekten Plan habe, dann fange ich irgendwo an. Also die Diskussion, wenn wir 1 Million E-Fahrzeuge haben, haben wir dann genug und so weiter. Ja, wir haben ja nicht 1 Million E-Fahrzeuge. Das heißt, wir können anfangen und dann, ja, das war bei uns auch so, taucht halt das ein oder andere auch, genau wie in Norwegen. Ne? Nur weil die jetzt sagen, ab jetzt müssen wir mal kurz stoppen, heißt das ja nicht, dass das falsch war, was die gemacht haben. Dann ist ja super, sie lernen, ab einem bestimmten Grad wird es halt schwieriger, dann müssen sie halt umdenken und weitermachen. Dieses Umdenken geht ja, also wenn Sie sagen, man muss umdenken, was am stärksten, glaube ich, so die letzten Jahre in der Gesellschaft funktioniert hat, ist dieses ganze Feld der Sharing Economy. Also dass man gewillt ist, ein Auto mit anderen Menschen zu teilen, und es ist noch nicht mal das eigene. Also wenn ich mir jetzt die Generation meiner Großeltern vorstelle, wo das Auto, das eigene Auto, ein Heiligtum war, ein Statussymbol, und das wurde überhaupt nicht verliehen, noch nicht mal innerfamiliär. Und die Vorstellung, jetzt mit anderen Menschen sich ein Auto zu teilen, da hat sich ja was getan. Wie stark hängt denn die ganze Digitalisierung, also dass ich die Möglichkeit habe, mit meinem Handy zu gucken, okay, ich stehe jetzt in der Stadt, ich brauche ein Auto, wo ist das? Oder ich brauche eine Ladesäule, wo ist die nächste Ladesäule? Wie stark treibt die Digitalisierung das ganze Thema an? Und wie weit hängt das zusammen? Shared Economy, digitale Verknüpfung, Energiewende? Also ich denke, dass das schon sehr zusammenhängt. Und wir waren eben auch kurz in der Historie. Es gab auch früher, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, wer früher Western gesehen hat, ein System, ich glaube unter Wells Fargo, man ritt, bis das Pferd müde war, und hat es dann ausgetauscht an einer Station. Und dort wurde dieses Pferd dann gefüttert und wieder hochgepäppelt. Und dann kam der nächste. Dieses System kann man sich durchaus, und auch daran, an der Entwicklung solcher Systeme, arbeiten wir zukunftsgewandt. Ein solches System, das Pferd riecht dann vielleicht ein bisschen anders. Oder und der Duftbaum, der in unserem Auto hängt, ich kann mir allerdings nicht erklären, warum er dort hängt, weil der Geruch nun wirklich, aber das steht nicht zur Debatte. Aber ein solches System
möglicherweise Komponenten eines Fahrzeuges, dass man sein Basis, den Innenraum, dass man den weiter beherrscht und bewältigt, aber Komponenten, die den Antrieb, die Energie liefern, die den elektrischen oder anderweitig Treibstoff, das Wort muss ich dann nehmen, liefern. Dieses System der Zukunft sollte man, ob es über ein Start-up ist oder sonst irgendwie, auch mal versuchen zu überprüfen und zu prüfen, wie man sagt. Es muss nicht jeder Anstoß ein Erfolg sein. Man muss auch damit leben können, dass mal eine Idee, die man probiert, nicht fruchtet. Aber das ist das, worauf Sie auch angesprochen haben. Man muss auch eine gewisse Risikofreude haben. Und ich hoffe, dass wir, das ist jetzt eine kleine Eigenwerbung, dass wir im ADAC auch diese Risikofreude zum Wohle unserer Mitglieder an den Tag legen. Sie wollten gerade auch noch etwas sagen. So wie Sie gerade schon sagten, Ihre Großeltern haben an dem Auto gehangen, so mag es durchaus, ich will jetzt hier nicht in die Zukunft blicken, aber das mag eine Perspektive sein für die Entwicklung, so mag es sein, dass eben in Zukunft die Menschen nicht mehr ein Verkehrsträger sich heraussuchen, sondern ein Stück Mobilität haben möchten. Ihnen ist egal, womit Sie fahren, wenn eine gewisse Qualität damit verbunden ist. Also Sie möchten nicht beim Regen auf dem Fahrrad sitzen. Sie möchten möglichst schnell und möglichst bequem vom Startort zum Zielort kommen. Und gerade da ist die Digitaltechnik, die Digitalisierung das verbindende Mittel, das Optimum herauszusuchen. Ob ich jetzt mein erstes Stück Weg von hier bis ich weiß nicht wo zum Flughafen mit dem Verkehrsmittel nehme, weil das im Moment das schnellste ist, mit gewissen Qualitätsstandards, die man sich setzt, dann müsste die App weiter vorschlagen, dann ab da kannst du am besten im Flugzeug weiter fliegen und wenn du ankommst, nimmst du dies oder jenes. Das ist bisher auch möglich mit einer gewissen vorausschauenden Planung, mit dem Problem, dass vielleicht an dem Tag, wenn man reisen will, die Welt doch anders aussieht, weil hier ein Stau ist und da das Flugzeug Verspätung hat oder ausgefallen ist oder wie auch immer. Eine solche App würde immer die aktuellen Daten liefern und wenn Sie morgens aus dem Haus gehen, Ihnen vorschlagen, so heute nimmst du am besten den Weg von hier nach da in der und der Form. Das Gerät weiß, das ist jetzt sicherlich auch ein Stück Vision, das weiß, welche Fahrzeuge oder ich sage mal ganz allgemein, welche Behälter wo stehen. Ja, es ist ja im Prinzip irgend sowas, wo die stehen, wie sie verfügbar sind, auch letztendlich, was sie kosten. Und das lässt sich nur mit der Digitalisierung machen, etwas, was jetzt erst kommt und was in der Vergangenheit nicht da war. Und genauso wie man früher sein Pferd im Stall stehen haben wollte, um mobil zu sein, oder danach sein Auto, wird es demnächst die App sein und der Behälter ist dann eigentlich nebensächlich. Ja, Sie haben mit Sicherheit schon eine App für Ihre Behälter, ne? Natürlich haben wir eine App, aber ich möchte gerne den Konjunktiv grundsätzlich da so ein bisschen rausnehmen und auch das... Die Zurückhaltung und Bescheidenheit, die, glaube ich, sehr deutsch ist, aber an vielen Orten und lokal und in Regionen gibt es das alles schon. Und wir tun immer so, als müssen wir erst alles fertig haben, damit es das dann für ganz Deutschland und für alle auf einer App gibt. Das ist ja nicht nötig. Gerade in der Digitalisierung kann so viel miteinander verknüpft werden. Und ich finde es so wichtig, dass das heute schon weitergemacht wird, was es lokal gibt. Wir haben so viele mutige Start-ups, die viele Dinge tun, die von heute die Möglichkeit geben, dass Mobilitätsketten verknüpft werden können. Wir haben Beispiele davon, dass ganz viele junge Menschen, also viele von uns haben Kinder. Für uns war ganz klar, mit 18 haben wir einen Führerschein. Das ist für die Generation unserer Kinder jedenfalls absolut nicht mehr klar. Und die kommen wunderbar zurecht mit der Möglichkeit, Dinge zu kombinieren, weil es auch schon Möglichkeiten gibt. Und natürlich haben wir unsere App. Wir werden in diesem Monat auch mit einer Bonn-Mobil-App noch an den Markt kommen. Erstmal mit einem Friendly-User, wo wir alle Mobilitätsformen, die es in Bonn gibt, verknüpfen auf einer Plattform. Aber damit sind wir ja auch nicht alleine. Also
Lokal und regional gibt es schon so viel und in Groß wird es auch probiert. Aber ich würde dafür wirklich werben wollen, dass wir weitermachen mit den guten, guten Sachen, die es schon gibt. Und da geht es ums Sharing, da geht es um Modelle von, ob man jetzt Mitfahrgelegenheiten in kleineren Regionen propagiert und da den Unternehmen hilft, die Mobilität in den Städten vom Individualverkehr oder von nur einer Person pro Auto wegzubekommen. Oder ob man dann eben andere Wege geht, natürlich immer ans Gesetz angepasst, wo man dann einfach mit Elektroautos, mit Chauffeur für mehrere Menschen, gesteuert durch digitale Möglichkeiten, das auch wählen kann. Aber das gibt es schon. Lass uns da mal nicht vergessen, dass wir schon unheimlich gute Sachen haben hier. Ich finde es immer so schade, dass wir sagen, in Zukunft und jetzt warten wir mal, bis wir alles miteinander kombinieren werden, um das Perfekte zu haben. Das müssen wir gar nicht. Aber was Sie jetzt sagen, die Möglichkeiten der Digitalisierung und vielleicht mit so einem Fahrer, und das geht ja in ländliche Bereiche auch, die eine ganz andere Infrastruktur haben, die bedeutend schlechter ist, wo wir jetzt hier in der Stadt sehr verwöhnt sind. Wäre das denn nicht eine Möglichkeit auch der zukunftsgerichteten Zusammenarbeit? Also angenommen, Sie sagen, wir machen sowas wie Uber für den ländlichen Bereich. Und Sie bauen dann Ihren schicken Transporter noch ein bisschen um. Würde das überhaupt gehen? Könnten Sie Menschen transportieren mit dem Street-Scooter? Oder kämen dann wieder die Sicherheitsbedenken? Also mehr als den, also mehrere, sagen wir. Ja, klar ist das denkbar. Ne? Nichtsdestotrotz, wir konzentrieren uns auf den Transport von Gütern, nicht von Menschen. Das ist ein ganz anderes Geschäft, auch in den Prozessen. Ja, und wir sagen ja Werkzeuge für bestimmte Wirtschaftsprozesse, wo ich Güter transportiere. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Uber genauso ein Beispiel, wo wir uns ja unheimlich schwer mit tun. Ne? Also da versuchen wir die Taxilobby entsprechend zu retten und deshalb geht Uber nicht. Natürlich gibt es Gründe, warum das eine vielleicht an einer Art irgendwo gefährlicher oder sonst irgendwas ist. Aber ich glaube, genau dieses Experimentieren im größeren Stil, das wäre schon was wir, glaube ich, sagen, es muss nicht alles fertig sein, aber es sollte schon eine Dimension haben, dass die Menschen auch erkennen können, ob es was bringt oder nicht. Wenn ich irgendwo in der Stadt 3 Ladesäulen aufbaue und dafür Parkplätze wegnehme, aber noch keine E-Fahrzeuge da sind, dann ist natürlich klar, dann ist der Frust groß und die Leserbriefe, guck mal meinen Parkplatz und da steht ja gar kein E-Fahrzeug und da hätte ich doch jetzt parken können mit meinem Verbrennerfahrzeug. Das heißt, glaube ich, so funktioniert das nur schwierig, sondern es muss dann von einer Dimension halt sein, die funktionieren kann. Oder in meiner Heimatstadt Aachen gab es lange Zeit ein Fahrradverleihsystem mit 3 Stationen. Ja, und dann nach 3 Jahren stellte man fest, das funktioniert nicht. Ach nee, ne? Weil wenn ich dann an der einen Station war, hatte ich nur 2 Punkte, wo ich hinfahren kann. Dann benutzt das natürlich kaum jemand, es sei denn, er wohnt genau an den Stationen. Das heißt, für so eine Stadt wie Aachen brauche ich ungefähr 100 Stationen als Größenordnung, damit ich dann halt auch entsprechend das vernetze, da das abgleichen kann mit ÖPNV. Ja, ich habe schon 40 gebaut. Also so. Und ich glaube, solche Projekte, ja, es muss nicht fertig sein, aber es muss schon in Dimensionen sein. Und da brauchen wir, glaube ich, mehr Mut. Und ja, da können auch Sachen schiefgehen. Und ich glaube, das ist eins der nächsten Probleme. Wenn bei uns in Deutschland was schiefgeht, kommen sie alle angerannt und sagen, du Scharlatan, was du da angestellt hast. Bei solchen Projekten kann halt was schiefgehen. Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen wieder mal und sagen, ja, dann geht auch mal was schief, aber wir müssen es in Dimensionen machen, dass wir nachher wirklich wenigstens eine Aussage darüber treffen können, ob es irgendwie Sinn macht oder nicht. Also ich hoffe, es ist auch klar geworden, dass wir einer Meinung sind, in diesem Fall sowieso, dass man in der Tat auch, und das ist ein uralter Spruch, aber nichtsdestoweniger richtig, auch mal Mut zum Risiko haben muss. Das ist so und dem steht hoffentlich nicht dauerhaft das Zement in unseren Köpfen entgegen, dass man in der Tat auch mit einem Konzept, welches in den Ansätzen gut war, welches sich aber nicht durchgesetzt hat, nicht gleichzeitig den Anstrich bekommt, Verlierer zu sein. Da möchte ich direkt einhaken, weil in der ganzen Vorbereitung habe ich immer so einen Dualismus empfunden zwischen Elektroantrieb und Wasserstoff. Das gibt es ja dann auch noch, Wasserstoff, immer als großes Thema. Es gibt diese Brennstoffzellen, die dann dafür sorgen, dass zwischendurch das Elektromobil noch so ein bisschen zusätzliche Power bekommt.
wenn ich das als Laie jetzt halbwegs verstanden habe. Ich möchte Sie aber als Erste ansprechen, weil ich habe im Interview von Ihnen im Juli gelesen, dass Sie sagen, ja, für die SWB ist Wasserstoffantrieb kein Thema, weil es auch in Bonn oder im Umland keine Möglichkeit gibt, da wird nichts hergestellt. Jetzt hat Shell letzte Woche in Wesseling ja auch für ihre industrielle Arbeit ganz groß den Einstieg bekannt gegeben, Wasserstoff zu produzieren aus erneuerbaren Energien, um auch Strom speichern zu können. Ein Riesenfeld tut sich da auf. Das kann man jetzt gar nicht so anreißen. Nur für Sie gilt diese Aussage noch von Juli, keine Wasserstoffbusse? Und wenn ja, warum? Ja, die gilt immer noch. Nicht, weil wir glauben, Wasserstoff ist nicht das Richtige. Ich würde auch nicht behaupten, Bioerdgas ist nicht das Richtige. Ich würde behaupten, dass heute keiner, also ja, Sie werden einige finden, die sagen, ich weiß ganz genau, dass Bioerdgas oder Wasserstoff die beste Technologie für die Umwelt wäre. Und dann würden wir etwas vorrechnen und dann würde das stimmen. Ich denke, überall lokal ist es unterschiedlich. Und wenn es auch bei uns in der Region Unternehmen gibt, die auf Wasserstoff setzen, weil ihr Betriebshof direkt neben einem Industrieabfall ist, wo es die Möglichkeit gibt, Wasserstoff zu tanken. Und wenn auch in Zukunft irgendwann mal Wasserstoff so synthetisch hergestellt oder so produziert werden kann, dass und man ihn leicht befördern kann an die Stelle, wo die Fahrzeuge sind, dann ist auch das eine Entwicklung für die Zukunft. Zurzeit ist es so, dass wir an Bioerdgas nicht drankommen oder Erdgas, also Bioerdgas haben wir hier in Bonn in der Nähe nicht so, dass wir es tanken können und Wasserstoff eben auch nicht. Aber wir haben Strom und wir können natürlich, unser Strommix hier in Bonn ist ziemlich gut bewertet und ziemlich grün und wir werden natürlich, wenn wir Elektromobilität machen, dann auch entsprechend tanken. Aber zurzeit ist es für uns auf jeden Fall die richtige Aussage und ich denke, wenn man sich da einmal festlegt und gerade bei den Fördermitteln, die es zurzeit gibt und wo es ja einen großen Dschungel gibt und es gibt sogar Lotsen für die Fördermittel, was auch sehr notwendig ist, weil wenn ich die Ladeinfrastruktur mit 90% fördern kann, Ladeinfrastruktur für Pkw über Kommunen auch in großem Anteil als Unternehmen wieder von deutlich weniger. Wir müssen uns da wirklich unseren Weg suchen und Experten haben, die das mischen. Aber für Bonn ist es auf jeden Fall der richtige Weg mit der Elektromobilität. Die einzige Linie, die wir mit Elektromobil erstmal nicht bedienen könnten, wäre der Flughafen. Und da kann man ja immer noch drüber reden, ob man da andere findet, die es mit Wasserstoff für uns machen. Wobei unsere Gelenkbusse, die wir jetzt angeboten bekommen, können schon 450 Kilometer fahren. Okay. Die haben wahrscheinlich dann auch schon so eine Idee drin, es gibt dieses Rekuperation, also dass das übers Bremsen oder die Batterie wieder aufgeladen wird. Aber Sie forschen auch schon wieder trotzdem noch weiter an neuen Möglichkeiten. Und die RWTH Aachen hat dieses Breeze-Projekt, was auch nochmal ganz anders die Möglichkeiten des Elektroautos modifiziert und steigert. Ist das richtig? Es gibt ja verschiedene Dinge. Also erstmal das Thema Brennstoffzelle ist für uns auch ein relevantes. Ja, ist vielleicht die Energieeffizienz am höchsten, wenn ich direkt aus der Sonne Solarenergie und dann ins Auto packe, ist natürlich die Effizienz am höchsten. So, jetzt ist aber so, die Sonne scheint, das wissen wir alle, die scheint nicht immer da und der Wind bläst nicht immer da, wo ich das brauche. Das heißt, ich werde Energie umwandeln, auch in der Zukunft. Und über das Thema Brennstoffzelle und damit Wasserstoff habe ich halt die Möglichkeit, relativ schnell doch weitere Strecken und vor allen Dingen höhere Lasten zu fahren. Und deshalb gehen wir in verschiedenen Projekten. Ab Ende nächsten Jahres werden wir 500 Fahrzeuge aufbauen, die auch mit einer Brennstoffzelle wie eine Art Range Extender die Batterie nachlädt, damit ich nicht die Dynamik direkt auf dem Brennstoffzellenantrieb halt habe. Insofern glaube ich schon, dass es einen Energiemix und auch einen Mix von verschiedenen Technologien geben wird. Und es ist ja auch nicht so, dass in 5 Jahren Brennstoffzelle ist ja auch ein Verbrenner, also dass der Verbrenner komplett weg wäre. Natürlich gibt es bestimmte Bereiche, nur es wird sich halt massiv verändern. Das heißt, wir müssen gucken, woher bekommen wir Energie, wie können wir es möglichst umweltverträglich machen und vor allen Dingen, wie werden wir schneller in dieser Transformation, weil ich glaube, so viel Zeit, wirklich was zu verändern, haben wir da einfach nicht mehr. Und deshalb nochmal Geschwindigkeit muss da drauf, an den Sachen wird geforscht, aber wir müssen sie schneller transferieren. Wie lange wird das dauern? Was meinen Sie? Frage ich jetzt mal so in die Runde. Wie lange wird das dauern? Ja, die Technologien sind da. Ne? Können wir auch noch über autonomes Fahren und sowas reden. Ne? Die Frage ist, setzen wir es um oder setzen wir es nicht um? Ich sage Ihnen, wenn wir keine Autos hätten und jetzt erfindet einer das Auto und würde in Deutschland das Auto einführen, würden wir das nicht einführen können, weil Menschen sterben.
im Autoverkehr. Hm. Das heißt, wir würden es nicht Kaiser Wilhelm hat damals auch gesagt, er glaubt an das Pferd so, und das Auto. Die Frage ist, wie schaffen wir Räume und Technologien? Nochmal haben wir auch immer Risiken. Natürlich dürfen keine Menschen zu Schaden kommen. Und damit sind wir aber genau in diesem Konflikt. Hm. Wann setzen wir ein? Wann darf autonomes Fahren eingesetzt werden? Wenn ich wirklich garantieren kann, dass niemand mehr damit zu Schaden kommt, ist eine Frage. Ne? Also im Jahr sterben, ich weiß nicht, wie viele es sind, 4.000 Menschen im Straßenverkehr durch menschliches Versagen schlussendlich, aber wir dürfen ja trotzdem weiter Auto fahren. Ist ja auch richtig, will ich auch niemandem verbieten. Aber automatisiertes Fahren wäre sicherer als das. Aber trotzdem würden Menschen zu Schaden kommen. So, und die Frage ist, wie gehen wir mit sowas um? Und ich finde, das sind schon sehr grundsätzliche Fragen. Und mit welcher Geschwindigkeit? Und nochmal, finden wir Argumente, in bestimmten Bereichen signifikant solche Technologien halt einzuführen. Wir reden alle immer über Innovation, wir reden über den Mittelstand. Wenn es aber hart auf hart kommt, zucken wir dann doch oft halt wieder zurück, ja, und führen dann halt Scheindebatten. Also wie kriegen wir wirklich Veränderung und Geschwindigkeit in unser Land schlussendlich halt wieder rein? Das ist, finde ich, eine zentrale Frage. Bei der SWB ist es so, dass sie auch Geschwindigkeit dadurch reinbringen, indem sie auch recyceln. Ich habe gehört, dass alte Straßenbahnen von 1980 jetzt mit der modernen neuen Technik ausgestattet werden. Was sagen Sie, wie lange dauert das, bis das funktioniert? Ich kenne diese sportliche 2030 von Ihnen. Gilt die? Heute gilt die. Aber das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Und zwar damit, wie schnell gibt es Fahrzeuge verfügbar, die wir auch kaufen können. Und in der Menge, dass wirklich alle Unternehmen in Deutschland, ich rede vom ÖPNV, nicht von den kleinen Fahrzeugen, kaufen können. Und ich glaube immer noch daran, dass es bis 2030 geht, vor allen Dingen, wenn ich die Entwicklung am Markt begleite. Wir haben in Spanien ein Unternehmen jetzt, was schon davon ausgeht, es kann eine Batterie haben, die 15 Jahre hält. Das heißt, den ganzen Lebenszyklus eines Busses hält. Bisher war ja immer die Frage, wie häufig während der Lebensdauer eines Fahrzeuges muss ich die Batterie als sehr teuren Bestandteil austauschen und was mache ich dann mit dieser immer noch nicht komplett kaputten oder verbrauchten Batterie? Ja, und auch was wieder mache die ich Umweltfrage. Damit? Also da geht es unheimlich schnell voran. In den Reichweiten geht es schnell voran. Auch unsere deutschen Hersteller werden ja jetzt in 19 und 20 mit den ersten Bussen kommen. Und ich bin absolut, auch wenn sich das jetzt gerade ein bisschen ironisch anhört, ich bin sehr, sehr dafür, dass unsere Industrie da auch gestärkt wird und gefördert wird, weil es nicht sein kann, dass große, große deutsche Autohersteller nicht an diesem Markt teilhaben und partizipieren. Die brauchen jetzt vielleicht ein bisschen Unterstützung, sich schneller wieder heranbewegen zu dürfen. Ja. Aber 30 geht. Bieten Sie die Unterstützung? Was sagen Sie, wie lange dauert das? Ein knackiges Statement zum Schluss. Ich bin der Meinung, es kann schneller gehen, aber wir haben gerade auch so eine Aussage gehört, die mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat, weil die wieder ein Tritt auf die Bremse war, nämlich zum Beispiel beim Thema Wasserstoff. Ja, wann kriegen wir den grünen Wasserstoff? Wir brauchen keinen grünen Wasserstoff für eine Brennstoffzelle. In dem Moment, wo diese Technik einen Vorteil bringt, einen wirtschaftlichen Vorteil, einen Qualitätsvorteil in der Mobilität, dann wird sie sich durchsetzen. Vielleicht auch einen finanziellen Vorteil. Warum kaufen die Norweger die Autos? Nicht, weil sie dann elektrisch fahren und was für die Umwelt tun. Weil der Wagen 5.000 Euro billiger ist und weil sie die Busspur benutzen dürfen. Das heißt, dieses Fahrzeug bringt, egal wie das angetrieben wird, für den Nutzer einen Mehrwert. Und genauso ist es auch bei den zum Beispiel Wasserstoffbussen. In Köln, der Regionalverkehr Rheinland setzt Wasserstoffbusse ein und hat jetzt gerade noch mal eine Tranche von 30 neuen bestellt. Ja, warum? Nicht, weil er demnächst mit grünem Wasserstoff fahren will, weil er Elektrobusse braucht, die eine höhere Leistungsfähigkeit haben und eine größere Reichweite, weil sie in der Region von Köln fahren. Und weil der Wasserstoff hier in Köln ein Nebenprodukt, ich will nicht das Wort Abfallprodukt nennen, aber man kann es auch ruhig so bezeichnen, ein Nebenprodukt der chemischen Industrie ist. Das heißt, an dieser Stelle ist die Technologie mit Brennstoffzelle etwas, was sich nicht aus, ich muss es mal so deutlich sagen, nicht aus grüner Überzeugung durchsetzt, sondern aus einem wirtschaftlichen oder aus einer Mehrwertbetrachtung. Und das ist etwas, was wir bei jeder Frage zur Mobilität uns überlegen müssen, wo steckt für wen der Mehrwert drin?
Da würde ich jetzt den ehemaligen Rallye-Fahrer gerne fragen, die Formel E, wo Elektroautos geräuschlos um die Wette rasen in Innenstädten, wäre das was für Sie? Ganz sicher nicht, nein. Diese Zeit ist herum, aber der Konsum dieser Form des Motorsportes ist natürlich etwas für mich und ist auch von einer Faszination versehen, die andere Motorsportarten, die sich mit Verbrennungsmotoren herumschlagen, ganz sicher nicht qualitativ hintanstehen. Also wer einmal in Berlins Innenstadt ein Rennen der Formel E gesehen hat, der sieht die Faszination von Optik, Geschwindigkeit und Umweltverträglichkeit. Ich glaube, wenn man kann ein Baudenkmal wie das Brandenburger Tor mit wunderbarster Art und Weise noch aufhübschen, indem solche Rennautos bei einem Event im Jahr dort einmal fahren. Und das zeigt, dass Spaß und Vernunft in der Fortbewegung einander nicht ausschließen müssen. Und in der Tat, unsere Mitglieder argumentieren so, wie es Herr Dr. Schulte auch gemacht hat, Mehrwert. Es muss etwas herausspringen dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Praktikabilität, Finanzierbarkeit und Struktur. Und das noch zum Abschluss. Wir sprechen von Ladesäulen, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass unsere Autos beispielsweise völlig unnütz 8 Stunden pro Tag in der Garage des Arbeitgebers stehen oder auf dem Parkplatz des Arbeitgebers stehen. Das ist etwas, was genutzt werden muss. Ja. Und die Infrastruktur gehört an solche Plätze bis hin zur Frage individuelle Lademöglichkeit an jedem Wohnhaus. Da kann man auch noch mal darüber nachdenken. Da braucht man natürlich noch mal ganz andere Infrastruktur. Sie sehen, es ist so ein Riesenthema und wir haben noch nicht mal ernsthaft über Batterien gesprochen und noch nicht mal ernsthaft darüber, was eigentlich mit den Hybridwagen ist, die schon rumfahren, wozu die zählen. Also es gibt noch ganz viele Themen, die Sie anreißen können, vielleicht auch gleich hier noch nach dem offiziellen Teil nebenan. Die Experten sind dann sicherlich auch noch da, aber um ein kleines Resümee zu finden. Ich glaube, was ich jetzt für mich mitnehme, Sie verlangen viel Mut und dass man sich was traut und Visionen hat und die auch umsetzt. Sie sagen, es muss Spaß auch machen und die Emotionalität muss angesprochen werden. Sie sagen, der Kaufanreiz, Sie sagen, die Praktikabilität. Also ich glaube, wenn Sie alle sich so einig sind, dann müssen wir uns jetzt einfach alle ans Bahnfahren gewöhnen mit schönen Elektrobussen und mit schicken Autos, die ganz leise schnurren oder noch nicht mal das, um dorthin zu rollen, wenn dann unser Zug fährt. Allen anderen, die vielleicht sagen, ja, aber was ist denn jetzt noch Umweltaspekt noch mehr, denen sei noch vielleicht gesagt, ich persönlich würde noch plädieren für eine Förderung für Schuhe. These boots are made for walking. Auch das ist noch vielleicht was für die Nachhaltigkeit. Passt nicht ganz zur E-Mobility, aber trotzdem zur Bewegung. Das Mobilitätskonzept wird sich ändern. Ich danke ganz herzlich, dass ich heute hier so eine illustre Runde hatte und bedanke mich bei meinen Gästen für so viel Einblick und so viel Inspiration. Ihnen danke ich hier fürs Dabeisein und fürs Zuhören und fürs Aufpassen und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Tschüss.